So, hallo Holzkart-Freunde. Es ist wieder soweit, ein kleines Update von mir. Erstmal das Tickern da im Hintergrund, das ist meine Standheizung, lasst euch mal nicht irritieren. Also, hier mein Vergaser, kennt ihr schon von den letzten zwei Videos. Jetzt ist immer wieder die Frage aufgekommen, habe ich schon festgestellt, dass die ersten daran zweifeln, dass das Ding überhaupt funktioniert. Ja, ich meine, groß ist es nicht. Da kann man schon mal dran zweifeln. Gleich vorweg, das Geheimnis, warum das funktioniert, oder Geheimnis ist es eigentlich nicht, wird hier in diesem Video gelüftet. Ich wollte eigentlich ursprünglich ein Patent einreichen, habe es dann doch verworfen, weil ich schon mal schlechte Erfahrungen mit dem Patent gemacht habe. Da war ich einen Monat zu spät dran, aber ist ein anderes Thema. Also hier ist mein Vergaser im Prinzip, ganz normaler Drissler, oben kommt das ganze Zeug rein. Hier unten in dem Bereich ist ein drehbarer Rost. In dem Rohr, ganz normal rund rausgeschnitten aus dem Flachmaterial, sind zwei oder sind Einschnitte drin mit der Flex gemacht. Keine Löcher, sondern so Schnitte. Und die Schnitte sind dann wie so ein Propeller leicht gebogen. Hier unten ist meine Wassereinspritzung, die ist extrem wichtig, um das Gas schnell runter zum Kühlen, weil bis hier ungefähr glüht das Ding. Also kriegt schon Temperatur. Hier unten ist so eine Reduzierung, aus Edelstahl ist die. Und da drin ist eine Düse, eine Fächerdüse, eine selberbaute. Das ist im Prinzip nur eine Schraube, eine abgeschnittene, die seitlich vorne eingeschnitten ist mit der Eisensäge. Und dann geht hier das Wasser im Prinzip auseinander. Einmal ringsrüber, wie bei einer Klospülung, sage ich jetzt mal. Und hier runter. Das heißt, hier außen ist, also innen im Prinzip im Rohr, ist immer ein Wasserfilm. Das Rohr hier oben geht quasi in diesen Trichter rein, glüht an ein Stückel und somit fällt der Dreck, den der Drissler automatisch oder immer halt produziert, wo man nicht vermeiden kann, fällt quasi auf den Wasserfilm. Jetzt kann sie da nichts, ja, kann nichts festkleben, festbacken und wird dann quasi mit recht viel Wasser hier runtergespült. Hier und dann geht es hier unten. Das Wasser steht, also im Normalfall ist die Pumpe ja dann unten in den Behälter, dann ist es ungefähr so. Dann steht hier das Wasser bis ungefähr hier. Das heißt, das Gas kann nicht unten rüber. Das Gas muss vom Drissler kommen, hier rüber und geht dann hier hoch. Hier ist ein Rost drin und dann ist es aufgefüllt mit Füllkörpern. Das ganze Rohr. Hier wird Wasser eingespritzt, relativ viel. Und hier oben ist mein Elektrofilter. So, und jetzt zum eigentlichen Geheimnis. Elektrofilter ist nichts Besonderes. Das haben wir jetzt ein paar schon nachgebaut. Ist im Prinzip nur ein HT-Rohr, außen mit Alufolie oder mit Aluklebeband umwickelt. Erdpotenzial, ganz wichtig, wenn man keine gewischt kriegen will. Ja, sauber erden. Auch mit dem Multimeter mal nachmessen, ob das wirklich leitend ist. In der Sprühelektrode ist eine negative Spannung. Ist auch wichtig, sonst funktioniert das nicht. Bei mir sind es ungefähr im Betrieb 16 kV, also minus 16 kV an der Sprühelektrode. Dann funktioniert das relativ gut. So, der Drissler. Nehmen wir das Ding mal raus. Das ganze Geheimnis an diesem Drissler, das ist auch das Patent, sind diese Kugeln. Wie man hier schön erkennen kann. Das sind Keramikkugeln. 7 bis 9 mm Keramikkugeln. Die halten ungefähr 1200 Grad dauerhaft aus. Das reicht für uns. Kurzzeitig auch etwas mehr. Ja. Und damit ist das Ding unten aufgefüllt. Und zwar 10 cm. Mal ein bisschen rumstochern, dann sieht man das. Das sind im Prinzip nur so Kugeln. Mehr ist es nicht. Das ist das ganze Geheimnis, warum das Ding so kompakt ist. Das heißt, unten drehbarer Rost, wie ich schon gesagt habe, eingeschnitten wie Flügel. Ja. Durch das, dass das periodisch, das muss ich erst mal rausfinden, wie oft man es eigentlich drehen muss. Ich mache es jetzt alle 10 Sekunden für so 3 Sekunden rum. Ja. Dreht sich über diese Gewindestange. Hier ist keine Dichtung drin, das ist nur so eine Buchse, sage ich jetzt mal. Geht es hier rein und dreht den Rost.
durch diese Drehung und durch das, dass dieser Rost wie ein Propeller ist, bewegen sich die Kugeln innen immer leicht. Das heißt, da ist immer eine leichte Bewegung in diesen Kugeln. Da kann er nichts zusammenbacken. Und es funktioniert, und jetzt ist es ganz wichtig, wie eine Kugelmühle. Vom Prinzip her. Das heißt, oben auf diesen 10 cm Kugeln habe ich nur 55 mm Pellets liegen. Mehr ist es nicht. Zum Starten muss ich Kohle reinmachen, oder mache ich aktuell noch Kohle rein, weil ich noch keinen richtigen Deckel habe zum Verschließen. Das haut noch nicht ganz so hin. Das war so ein Ding gebastelt. Aber das funktioniert nicht so. Das muss wirklich luftdicht sein, wenn man das Teil abwürgen will. Das heißt, zum Starten, ich habe es mal hier, habe ich so feine Kohle. Das haben wir so 5 bis 10 mm maximal. Das Licht hier ist ungefähr, ja genau. Das heißt, es wird dann aufgefüllt bis zu diesem Pyrotouch. Ja, dann wird es angezündet und dann kann es mit dem Drizzeln anfangen. Und eine Minute später oder zwei hat man ein sauberes Gas. Hintergrund von dem ganzen Ding ist, die Kohle, die sich ja automatisch bildet, wandert oder wird von den Kugeln zerkleinert und wandert dann nach unten in diesen Kugeln. Die Kugeln fangen auch sehr schnell das Glühen an. Also die haben dann auch über 1000 Grad, die oberen. Die unteren, das zieht er dann runter. Das heißt, wir haben da richtig Temperatur drin. Und durch diese große Oberfläche, die die Kugeln dann haben, und durch den Kohlenstaub, der entsteht, wird der Kohlenstaub natürlich viel schneller umgesetzt zu Gas, als wenn die Kohle grob ist und umgesetzt werden muss. Das heißt, wir können hier mit einem sehr kompakten Vergaser mit hohen Temperaturen doch relativ viel Gas erzeugen. Ungefähr schafft das Teil aktuell knapp 2 kW, aber ich sage es mal, 2 kW sind realistisch, weil, wie man schon sieht, dieses Aggregat ist jetzt nicht unbedingt, kein Wunder an Effizienz. Es ist ein alter SV-Motor, ja, mit 320 Kubik. Das ist jetzt kein Effizienzwunder, nicht wirklich. 1 kW ist problemlos möglich, 2 kW schafft er nicht ganz, da geht er ein bisschen von der Drehzahl runter. Das liegt aber eher an der Rohrverbindung, an der nicht eingestellten Zündung, sage ich mal. Jetzt muss man alles noch ein bisschen anpassen. Ja? Das passt alles nicht ganz so hundertprozentig. So, jetzt mache ich nochmal schnell den Deckel auf oben. Moment, legen wir euch kurz zur Seite. So, nehmen wir den Elektrofilter ab, dann sieht man, was da für ein Barz drin ist. Ja, wunderschön. Das ist aber kein Teer, auch wenn es so ausschaut. Kann ich mal kurz zeigen. Das ist Kohlenstaub. Reiner Kohlenstaub. Wie man hier sieht, alles schön mit nass und Wasser und barzig. So richtig schön Pampe. Diese Pampe, wie man schon sieht, es tropft auch schön. Gibt so richtig schöne. Jawohl, erstmal wieder Werkstatt einsauen. So. Diese Pampe, legen Elektrofilter, ja, sieht man nicht viel. Diese Pampe läuft dann in diesem Rohr nach unten und unten sind meine Füllkörper. Machen wir so. Sind meine Füllkörper drin. Hier ist mein Rohr. Das spritzt das Wasser nach unten. Das ist nur ein normales Rohr, hinten zugedrückt und unten mit der Flex ein paar Mal eingeschnitten, dann gibt es so einen richtig schönen, feinen Sprühnebel, oder ja, Sprühnebel ist übertrieben, aber wie so eine Düse, sag ich jetzt mal. Und dann sind zwar meine Finger dreckig, aber die Dinger hoffentlich sauber. Sieht man, die bleiben auch schön sauber. Die Pampe, die hier drin ist, das ist alles weich, das ist kein Teer, das ist alles Kohlenstoff. Es läuft dann vom E-Filter oben runter, sieht man schön am Rand, da unten. Ja, und wird dann über das Wasser und meine Füllkörper nach unten ausgewaschen. Genau, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Damit wäre das Problem auch gelöst. Kohlenstoff wird, oder Kohlenstaub wird gebunden, läuft nach unten vom E-Filter und wird ausgewaschen. Kühlung reicht übrigens vollkommen,
mit diesen Füllkörpern. Da habe ich noch ein paar da. Eine so normale VSP 25 heißen die. Das sind so eine Füllkörper, so aus Edelstahl. Das ist für das eigentlich perfekt. Ja. Kommt aber alles von richtig großen Anlagen. Also es ist nichts Neues von mir. Es ist alles schon vorhanden. Auch E-Filter ist nichts Neues. Einzig was wirklich Neues sind meine Kugeln. Dürft ihr gerne mal probieren, dürft ihr gerne mal nachbauen. Ein paar Ideen habe ich noch, wie man das noch ein bisschen vereinfachen könnte oder verbessern könnte. Aber grundsätzlich sind diese Kugeln für kleine Vergaser, ich sage es mal im Bereich, wo wir uns bewegen, mal so 1 bis 5 kW, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht geht es bei großen auch, weiß ich nicht. Aber bei kleinen Vergasern scheint es sehr gut zu funktionieren. Interessant wäre es mal, wenn jemand so ein Ding baut für Hackschnitzel. Theoretisch müsste es auch funktionieren, weil auch Hackschnitzel verkohlen ja im Reaktor, werden dann von oben mit einem Pyrocharge runterkauen, werden dann von den Kugeln zerkleinert und damit hat man sauberes Gas. Wäre auch mal interessant, falls es jemand mal testen will. So, dann mal noch mal eine Frage. Ja, jetzt schaue ich ganz gut aus. E-Filter. Ob ich den selber gebaut habe, ob ich den gekauft habe, wie auch immer. Das Ding ist komplett Eigenbau. Ja, das ist im Prinzip, ich konnte mir kurz auseinander machen, Moment. Genau. Mehr ist es nicht. Das ist nur so ein kleiner Operationsverstärker, in dem Fall ein LM2904. Ja. Relativ easy das Ganze. Das ist nur so ein, der macht dann ein Rechtecksignal. Eine Frequenz einfach mit 50% Takt oder 50% Tastverhältnis im Bereich von 10 bis 20 kHz ungefähr einstellbar. Hinten ist noch ein Fed und der Fed schaltet einfach nur den Trafo ein und aus. Mehr ist es nicht. Ja. Muss man halt schauen, die Resonanzfrequenz vom Trafo rausfinden. Das heißt, ich habe bei mir jetzt ist relativ einfach gemacht, weil ich habe danach hängt hier quasi noch eine Villard-Schaltung drin, eine 13-stufige. Und die macht man dann, meine Spannung erhöht man die auf dem Leerlauf ungefähr auf 20 kV. Hier oben ist noch ein Widerstand drin, mit ungefähr knapp 2 Megaohm. Der ist extremst wichtig, weil es ist wie bei der Autozündung. Nur tut es ein bisschen mehr weh. Sollte man schon was reinbauen. Und der Widerstand begrenzt auch noch den Corona-Strom im E-Filter. Dadurch hat man keine Überschläge und es regelt sich selbst. Sehr einfach das Ganze. So, genau. Ich habe die erste Stufe noch abgegriffen zum Messen. Das heißt, ich habe da irgendwo so eine Lüsterklemme drin. Ja, genau. Das heißt, ich kann die erste Stufe von der Villard-Schaltung kann ich halt mit dem mit einem guten Multimeter oder am besten mit einem Hochspannungstastkopf kann man dann die ersten 1,5 kV oder was da rauskommen, kann man dann nochmal nachmessen, ob das so richtig funktioniert. Weil hier oben messen kann ich zwar auch jetzt, weil ich mir in der Arbeit das ausgeliehen habe, so einen Hochspannungstastkopf, aber die meisten werden sowas nicht haben. Beim Einstellen einfach schauen, so lange rumdrehen, man hört es. Also gerade ein Corona-Strom, das hört man definitiv. Ja, genau. Das war es erstmal wieder von mir. War wieder ein kleines Update. Mit dem Motor bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Läuft zwar relativ sauber mit dem Gas. Wir haben auch nahezu oder eigentlich keine Ablagerungen drin, wie man nicht erkennen kann, weil es nicht so schlecht ist. Moment. So vielleicht. Ja. Da habe ich noch ein Sicherheitsglas. Das Einzige, was ich noch habe, ist Kondensat. Es bildet sich da, ja. Sieht man ein bisschen, aber die Rohre sind im Prinzip sauber, kein Teer, kein gar nichts. Schaut ganz gut aus soweit. Hier drin auch nichts, so eine Adapterplatte dran getüdelt. Die originale Drehzahlverstellung funktioniert dann noch, also die 3000 Drehungen begrenzt sich selbst und ansonsten läuft es. Alles klar.
Dann viel Spaß beim Nachbauen und lasst ein paar Kommentare da, ob es bei euch funktioniert oder nicht. Würde mich mal interessieren, gerade mit Hackschnitzel. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich fahre jetzt das Ding mit Pellets. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mit Hackschnitzel funktionieren könnte. So, ciao, ciao, macht es gut. Servus.